Hey yo, hier ist wieder Captain Dudenman und wir machen weiter mit Bleichfahrt. Letztes Mal habe ich die Mission nicht geschafft, weil Akiras Bomber dummerweise zum Schiff durchgedrungen ist. Dieses Mal habe ich mir echt fest vorgenommen, die Mission zu schaffen. Also, wir fahren wieder von der Polar zu Akiras Bomber, machen zwischendurch noch ein paar andere Sachen platt. Ah ja, wunderbar. Jetzt habe ich wenigstens eine Waffe, die gescheit nachlädt. Nach B. Wie ihr seht, habe ich jetzt auch ein bisschen mehr Boost. Und ein bisschen mehr auf, bisschen weniger Aufladezeit. Das heißt, jetzt kann ich auch die Energiewaffen gescheit benutzen. Dass ich überhaupt hier den Reichweite habe, ja. Ziel zerstört. Okay. Der Herr Akira möchte also. So. Diesmal kann ich Torpedos auch besser Dodge abhalten. Dodge. Ich weiß noch, das war noch letztes Mal irgendwie keine Bombe, oder? Boom. Ziel zerstört. Letztes Mal war das nur die komischen. Das hier ist Akiras Bombe. Wunderbar. Und wenn er diesmal schon so weit ist, dann. So, dann hab ich mit Big Bang reingejagt, die ihm aber dummerweise den Kopf nicht abgezogen hat. Okay, wunderbar. Gut, jetzt habe ich ihn auf jeden Fall mal mit der Big Bang 2 da abgezogen. Und wir sehen uns in der Hölle, du Wichser. Wumm. So. Jetzt denke ich mal, dass ich den Rest der. Would you kindly? Ja. Demnach da unten hieß, wärst du so freundlich, den Rest auch zu zerstören. Und dieses Would you kindly kennen wir aus Bioshock. Ziel zerstört. Wo zur Hölle sind die denn jetzt? Ach ja, ja, wunderbar. Ich muss mich hier wirklich erstmal wieder ein bisschen einschießen. Nach meiner doch etwas längeren Pause. Ziel ja, mein Fixer hat irgendwie, macht irgendwie eine wundervolle Arbeit, das muss ich echt mal loben. Ziel zerstört. Gesagt. Ich hab einen Torpedo oder was? Ziel zerstört. Okay, hier noch ein. Ich frag mich immer, was die anderen Boote da machen. Die müssen doch irgendwie auch was kaputt machen, ne? Ziel zerstört. So, da hinten sind wir bei Nav B. Ja, gut, Nav A. Aber wo sind denn? Navigationspunkt erreicht. Was ist denn der Rest der Meute? Okay, boosten wir uns mal hin. Okay, da ist noch einer. Einer. Gut. Wie ihr seht, das zieht auch ein bisschen weniger Energie ab, meine Energie. Das ist, sieht man nicht die Socken aus. Ziel zerstört. Ja, gut. Navigationspunkt erreicht. Ja, das ist jetzt immer so ein Moment, wo ich mir denke, das sagt das Wasser. Wo ich mir denke, was ist da rum? Wenn du mir die Polar jetzt noch kaputt machst, dann gibt's Ärger. So. Okay, Terminator, komm an Bord. Polar, Schlachtschiff der Atlantischen Föderation. Jetzt sag nicht. Die Lage klärt sich, Hogan und Roger Ping nähert sich uns. Er will was von mir. Okay. Ping. In
Genau, wir haben Admiral Akira, seinem Commander, enthoben. Guna befindet sich nicht im Krieg. Kira war ein Einzelgänger. Der Shogun wünscht Frieden und sonst irgendwas. Ja, klar. Bla bla bla. Shogunas sind stolz und das mit Recht. Ja, vielleicht sollten wir uns doch ja, mein Nachtbefehl ist aufgehoben. Wunderbar. Nachdem wir ein freier Bürger kämpfen. Kämpfen mit dem Shogunat gegen die Beyonden. Ach, nö. Ich mag die aber nicht aus dem Shogunat. Kennen wir uns? Morgen früh vielleicht, mein Ritter. Uiuiui. Da geht die Party. So, Schiff reparieren. Turm ein. Was ist denn das da hoch? Ui. Nee. So, muss ich jetzt machen. Das kostet 18. Das kostet 22. Okay. Soll ich jetzt erstmal den aufrüsten? Naja. Kosten es gegen die zu tauschen. 4000. Nee. Da kaufe ich mir jetzt kein kleines Torpedo mal. Ich will halt so geizig sein. Da rumgeiern. Aber mal ganz ehrlich, er hat doch die gleiche. Ah ne, der hat 2 Sekunden. Okay. Dann kaufen wir uns kein kleines Magazin. Wir nehmen einfach so ein Flash-Shark wie geht. Cool, das Kaufen und Verkaufen hier gleich kostet. Ich meine, ja, ich mach die ja nicht kaputt. Mal Akiras Ende, Speicherplatz 14. Nehmen wir so und zack. Der neue Generator ist echt gut. Also, ich wusste gar nicht mehr, wie viel Kapazität er eigentlich hat. Aber, soweit ich mich erinnere, müsste er eigentlich 3 Energiewaffen haben. Okay. Wir sollen Bionten von den Tanks weg. Okay, das ist wieder so eine Mission. Ups. Okay, und bereit. Wo ist denn hier? Ach, da war er doch. So. Da habe ich 2 mit Energiewaffen. Die ist ganz cool, aber die ist irgendwie. Naja. Ziel erfasst. Die hat halt mehr Wumms. Aufschaltung geortet. Ja, wenn man das Spiel hier gewinnen will, muss man einfach sehr schnell sein mit seinem Ballern. Weil ja, die sind einfach extrem schnell. Die Bionden. Extrem schnell. Und es liegt wirklich nicht daran, dass ich so schlecht mit Joystick bin. Nein. Chefe, alle nix schuld. Jetzt sehe ich schon fast wieder, was hier meine. Okay. Ziel erfasst. Wir haben keine Buzzer. Das ist ein bisschen dem zu. Nicht zu. Ja. Also, ihr seht so ziemlich, was ich hier machen muss, damit ich die kaputt kriege. Und ihr habt gerade gesehen, wie viel ich auf so einen Shogunat feuern muss. Und die Shogunat-Leute waren intelligent, haben die Dinger paralysiert. Bomben, mach Bomben, mach Bomben, mach Bomben, mach Bomben, mach Bomben. Ja, dann macht er Bomben. Mach brav Bomben. Gut, ich hab die wunderbar alle paralysiert. Da habe ich nicht viel bezahlt, das ist exzellent. 35 Meter. Das könnte was an. Es gibt ja Waffen, die haben keine so mega Reichweite. Meiner. Waffen, die haben unterschiedliche Reichweite, also ich glaube die Energiewaffen haben keine so große Reichweite mehr wie die anderen.
Ziel zerstört. Ja, hier ist keiner mehr. Nach B. Oh, jetzt fort. Ziel erfasst. Ich bin schon wieder gegen mein Mikro gekommen. Aber ihr seht, hier kann man einfach mit 200 Sachen durchs Wasser heizen. Hier ist noch ein Scout. Oh, okay. Weg da, weg da, weg da, weg da. Oh, Kacke. Da ist ein Bomber. Die sind extrem schwer zu kriegen. Niemand noch, weil... Den musst du eigentlich paralysieren. Oh Mann. Nein, 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 nein. Mach mich nicht kaputt. Gut, dann mach mich nicht kaputt. Leute, komm, hab mal ein paar Sharks auf die. Paar Paralyse. Paralysierende. Lustige. Ja. Dinger halt. Ja. Ja gut, den habt ihr fast. Da geht mal Geld hin. Wir sind so assi stark und wendig. Das ist hier so unser Hauptproblem. Okay. So, jetzt ist es lustig. Habe ich hier mein Einsatzziel oder von nicht verpasst oder was? Nein. Oder hat er hier gesagt, man wieder zu uns im Bereich, ne? Naja. Stimmt. Aufschaltung beachtet. Identifiziert. Oh Mann, er macht mich voll kaputt. Ach Mensch, Meier. Missionen sind einfach nervig, weil hab ich doch mal ist auch paralysiert. Gut. Aufschaltung geortet. Oh, das ist nicht gut. Da repariert man gern. Nee. Leute, den muss jemand anders platt machen. Nicht ich. Oh Mann. Ja gut, das Torpedo-Magazin brauchst du nicht mehr zu reparieren. Das ist eh ziemlich mehr gut. Oh Gott, wie setzt man denn da nochmal die Prioritäten? Nee. Nee, du sollst nicht. Dumm. Gut. Ja. Eigentlich ist das so der Zeitpunkt, wo ich es abgucken sollte. Leute, schießt mal Torpedos auf die. Es bringt doch nichts, wenn wir die hier jetzt auf der Nase rumtanzen lassen. Den könnten wir übrigens gut untersuchen auf Waffen. Ja. Ich, schau kurz ins Handbuch. Bin gleich wieder da. Und, ja. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann.